Es gibt ein Parmesanfilet mit süß-sauren Tomaten und das habt ihr zu Hause. Frischen Parmesan am Stück. Zu dem Parmesan so eine Handvoll Panko-Mehl. Ei von glücklichen Hühnern. Zack. Eine halbe Knoblauchzehe und etwas frischen Rosmarin. Das Ganze wird püriert. Das Ei zum Parmesan und zu den Panko-Bröseln. Ein schönes Stück Schweinefilet zwischen zwei Folien legen und vorsichtig klopfen. Die Eiermischung vermengen. Das Fleisch hier rein. Von der Panade hier oben drauf. Ein bisschen Salz noch dazu. Das Ganze schön vorsichtig in das heiße Öl. Schön schwenken, ja. Temperatur, bisschen zurückschalten. Süß scharfen Tomaten. Das Kerngehäuse bleibt dran. Knoblauch und Rosmarin. Kräuterbutter in die Pfanne. Die Tomaten, den Rosmarin, Knoblauch, geräuchertes Paprikapulver und Zucker. Und das Ganze jetzt schön karamellisieren lassen. Eine Limette, der Länge nach halbiert und mit dem Limettensaft ablöschen. Olivenöl rein, Chilisauce dazu. Dieses super geile Parmesanfilet auf Küchenkrepp ein bisschen entfetten lassen. Nachkochen, ich zähle auf euch.